war auf Physik bezogen, es hat mich am Rand interessiert, aber ich wollte ja, was bewiesen ist, damals der war noch, dass es bewiesen ist. Und der Punkt, wo ich das erste Mal eine hebräische Bibel in der Hand gehabt habe, Ursache muss ich jetzt nicht erklären, dass ich da überhaupt ganz gezielt war, sollte in einem Antiquariat, weil die hast du ja sonst nur in Skrift in Nürnberg, war die Marion dabei, und ich schlag das auf und kann das für sich lesen. Und dann sagt so Marion, oh, jetzt passiert was mit mir. Aber der Witz ist, das, was ich gelesen habe, war nicht hebräisch oder was, sondern so, wenn du jetzt eine Zeitung liest, habe ich die Zeitung angeschaut und habe das ganz normal deutsch lesen können. Wie fandst du das, Marion, wenn ich fragen darf? Warst du da schon vorbereitet? Ich musste mich überraschen lassen. Also, dass ein stärker Vogel ist, das ist es ja. Das ist ja so eine Sache. Und dann sagst du, ich sag mal, oh, jetzt passiert was in mir. Und das sind einige, könnte ich jetzt rein, aber das ist jedes Leben, ist jedes persönliche Leben kann so voller Wunder werden, aber du musst das nochmal hier, und das ist in dem Gespräch, das war mal gestern, hier und jetzt, ich muss jetzt mal jetzt dazu sagen, dass ich normal reden kann, zeitchronologisch angepasst an deine Logik, dass ich dann hier bei Redo und Jana zum Beispiel sage, und da soll die zwei, wenn du die Pixelmännchen siehst, das sind solche geistige Granaten, es gibt kein Nobelpreisträger und nichts, der annähernd diesen fassbaren geistigen Intellekt hat, was die zwei haben. Wieso? Weil sie seit 20 Jahren extrem intensiv, du musst natürlich auch die Grundlage da sein, diese Schriften studieren. Und jetzt, die Diana fängt das Gespräch an, dass sie sagt, sie hat jetzt wieder, ich bin doch mal drauf. Von hinten bis vorne, das hat sie bestimmt schon 15 Mal gelesen, aber müsste jetzt einen Zeitraum von 20 über 20 Jahren aufspannen. Und ich sage, Bruder, das ist so, da ist alles, die letzten drei Selbstgespräche sind so hammerhart. Und da steht alles so präzise, jeder Satz, jeder Absatz so präzise einfach erklärt drin. Und das macht mich jedes Mal, wenn ich die alten Sachen wieder lese, wo absolut sprachlos, wie blind man doch ist, wenn man das erste oder zweite Mal liest. Selbst wenn man sagt, das ist klasse. Hast du noch nichts davon verstanden? Von denen, die zwei Sätze lesen und sagen, was ist das für eine Scheiße, muss man gar nicht reden, du kannst eh auskriegen. Ich habe jetzt kürzlich nochmal Almanach-Vorträge reingehört. Nichts Neues, ne? Ja, also das ist wirklich, nach diesem Freischalten 96, bis bei dir wirklich alles da war, also bei mir jetzt am Ort ausgedacht. So, immer, das ist die Wunder, du wirst keine Wunder erleben, wenn du keine Wunder zulässt. Und Wunder sind eigentlich was deine Logik übersteigt. Und jetzt komme ich nochmal die angeblich gepriesene menschliche Freiheit. Alles, was du dir ausdenkst, jeder Mensch, den du dir ausdenkst, den du jetzt rein als eine Vorstellung erlebst, als Information, aber ich sag mal, wenn du träumst, weißt du jetzt, das, was ich träume, kommt aus mir, auch wenn es vollkommen real erscheint, das musst du nur akzeptieren. Geh, ich sage immer, nimm das einmal als Ausgangsbasis. Dann muss dir klar sein, dass wenn jemand in dir auftaucht, und ich sage jetzt das, was ich gerade schon 100-mal wiederholt habe, solange du in dem Wahn lebst, dass du meinst, du hättest mit dir, was du denkst, und wir bleiben nur im Bereich der Gedanken, nichts zu tun. Es ist hundertprozentig sicher, dass jeder Gedanke, den du denkst, genau in dem Moment entsteht, wo du ihn denkst. Er wird genauso sein, wie du dir ihn denkst, ob du den Gedanken jetzt Mensch nennst, Politiker nennst, physikalisches Weltbild nennst, es spielt keine Rolle, wie menschlicher Körper aufgebaut ist. Die Grundvoraussetzung ist, du musst das Wissen haben, was in deinem Körper drin ist, den du dir ausdenkst, sonst könntest du dir das gar nicht ausdenken. Das ist dein Schwamminhalt. Und jetzt machen wir statt ein Träumen in den Geist, den Computer, alles, was in dir auftaucht, muss hierarchisch gesehen auf einer tieferen Ebene von einer Datei drauf sein, sonst kannst du die Bilder gar nicht aufwerfen. Und von den Bildern sind 99,99% in der normalen weltlichen Logik nicht zu entdecken, sondern jeder, der dir das erzählt, erzählt dir das, weil man es ihnen erzählt hat. Das ist diese Hierarchie, die genauso im Nichts endet, wie wenn du sagst hier, wo kommt das Ei her, Ei oder Henne? Den Druckschluss, diese Fehler, die die Naturwissenschaft macht, um gewaltsam ihr System aufrechtzuerhalten, ist wie ein Mensch, wo ich jetzt sage, wo ist jetzt die Sonne, lass uns rausgehen und zeichne die Sonne. Lass uns rausgehen, zeichne die Sonne. Dann erklärst du mir mit dieser Logik sogar, dass die da oben ist, hundertprozentig sicher, wir sehen es bloß nicht, weil Wolken dazwischen sind. Das heißt, das ist ja aber. Das heißt, das ist deine Logik, sperrig. Das ist ein geschlossener Käfig, wo du nicht rauskommst, wo du dich selber einsperrst mit dem Ja-Aber, weil du permanent Erklärung hast, wieso etwas trotzdem existiert, obwohl du es nicht überprüfen kannst und nicht siehst. Und du erklärst dir dann vollkommen logisch, warum du es nicht siehst. Ich habe mal eine kleine Frage, die so halbraumzeitlich ist. Also die Offenbarungen, die ich dir ausgedacht habe, und jetzt kürzlich auch noch bei Selbstgesprächen, hast du das mit der Demokratie mal ja gebracht. Und dieses Kollektivprogramm, das ich mir jetzt hier vorstelle von unserer Gesellschaft,
da hattest du in den Offenbarungen, dass die alten Philosophen da schon gute Ideen hatten. Und das habe ich mal nachgelesen. Alle. Und die Ideen ist im Grunde die Philosophenherrschaft oder Aristokratie im ursprünglichen Sinne, nämlich die Herrschaft der Besten, die dann dahin müssen und auch nichts besonders bezahlt werden, so ungefähr eben wie Udo jetzt. Das ist, ich bin nur, heißt es, eine wirklich geistreiche Führung, ein Musterparabel jetzt von der Märchengeschichte, die sich in dich befinden und immer dran denken, alles, was du Zeitgeschichte, du nimmst ein Buch und du liest was. Und jetzt ist schon mal ganz maßgeblich entscheidend, ob du, wenn du das Buch in die Hand nimmst, ob du definierst, du, ob das ein Märchenbuch ist oder ein Geschichtsbuch ist. Fakt ist, es ist ein fetzen Papier mit Worten drauf, du schaust die Worte an, du fängst zum Lesen an und wirst genau aus den Worten, die du jetzt dann zu Geräuschen machst, die wiederum zu Vorstellungen machen, wirst du ganz subjektiv die Worte auslegen. Okay, und jetzt ist es, dass in der Philosophie, und ich sage jetzt speziell die alten Griechen, ich sage, wenn du jetzt selber zum Denken anfängst, denke ich mir jetzt ganz normale Welt aus, wir haben in Deutschland Universitäten mit Philosophieprofessoren, was ja Weisheitslehrer sein sollten, die klassisch diese klassische Philosophie, die ich mir jetzt in diese Kisten reindenke, dass die Platon lesen und wenn ich mir denke, der Platon studiert oder Sokrates oder wen auch immer, dass er genau dieselben Schriften gelesen hat, die ich mir jetzt reindenke, weil ich ja die Quelle bin, die ich vorher habe, die ich mir in die Köpfe reindenke, in diese Philosophieprofessoren, dass die eigentlich wissen sollten, dass wirklich kein einziger großer, bekannter griechischer Philosoph, wenn die sich überhaupt über politische Systeme äußern, ganz massiv auf die Falle der Demokratie hinweist. Das ganz, ganz krass ist es bei... Das hört man da nochmal nicht ein. Sokrates? Nicht Sokrates, Platon nicht... ist was, kommt dann schon. Sonst würde ich jetzt zu weit ausholen. Und da ist es so... Wie kann das sein, dass diese Weisheitslehre im Land der Dichter und Denker trotzdem ganz massiv fast durch die Bank alle, die ich mir jetzt ausdenke, in der reinen Beobachtung Befürworter der Demokratie sind? Haben die ihre eigenen Lehren, die sie ihren Schülern beibringen, als wenn sie mit zweierlei Maßstab messen? Es sind immer die klassischen im Griechischen, ohne jetzt da die ganze ins Detail zu gehen, gibt es vier, bei Platon im Staat gibt es vier Systeme. Das Schlimmste, was es gibt, ist die Diktatur. Das Klassische, das Zweitschlimmste ist die Demokratie. Dann kommt die Oligarchie, die Macht der herrschenden Masse. Das ist, weil die Macht der herrschenden Masse, wieso ist die Demokratie schlimmer? Weil die, die eigentlich weniger schlimm sind, so mächtig werden, weil die in der Demokratie alle beeinflussen, weil alle bloß nachplappern. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich Werbung mache, diese ich weiß jetzt vor ein paar Jahren in Amerika, was ich 1,8 Milliarden für Wählerwerbung, weil die lesen ja. Und wer keine Schulter braucht für den ersten Stein? Dein Weltbild baut sich auf Sachen, die du dir aus Medien anliest. Das ist ja wie jetzt mit der AfD, unser Beispiel gestern habe ich in dem heutigen Selbstgespräch nochmal gebracht, mit der AfD und mit diesen extremen Rechtsradikalen. Wo ich sage, die AfD, wenn die was zu sagen hätten, die Ersten, die das verbieten würden, wäre die AfD. Wo alle sagen, die AfD ist schön, dass hier extreme rechtsradikale Ausländer niedermachen. Am meisten schadet es der AfD, weil das in jeder Zeitungsbericht, der drin ist, dass die niedergemacht werden von irgendeinem Rechtsradikalen, kostet der AfD Wählerstimmen ohne Ende, geht sofort die Wählerstimmen in der Umfrage. Oder parallel hast du mit den Ultras jetzt, die in die Fußballstadien rummaulen, mit den Kollektivstrafen, die treffen ihre eigenen Vereine, ist genau die Parallele. Immer wieder. Und der Witz ist, du wirst merken, genau die Welt ist immer noch ein Spiegelbild deines Denkens. Aber wenn wir den Bladern machen, das sind ja mehrere Beispiele, ich habe genügend, nicht nur in Ich bin du, wo ich sage, das Ideal ist eigentlich zuerst einmal, unser Demokratiefehler ist, ich gebe den Kindern Waffen, jede Wählerstimme ist eine Waffe. Dann mein demokratisches Krankenhaus ist ein wunderschönes Beispiel. Und ich sage jetzt denken wir unsere Großfamilie, ist das, wie wir uns das jetzt früher denken, hier Vater, Mutter und 15, 16 Kinder und diese Familie wird demokratisch gewählt. Jede Wählerstimme ist gleichberechtigt. Ich sage, die Familie ist nicht überlebensfähig, weil wenn die Masse der dummen Kinder dann bei Playstation die wichtigen Sachen angeschafft und nicht das, was wirklich wichtig ist. Und jetzt ist ein wirklicher Monarchie. Die beste Staatsform, die es überhaupt gibt, ist die Monarchie. Und zwar eine Monarchie, wo der König so denkt, wie ein Vater über seine Familie denkt. Er wird sich ganz hinten anstellen, es steht ihm nicht bildlich schon, eine Demokratie, die sowieso nicht funktioniert, aber wir bleiben einmal in dem System, müsst ihr eine Führung haben, die so denkt wie ein Familienvater. Die würde den Steuerzahler fast kein Geld kosten, weil die Leute werden sagen, ich habe so viel zu tun, was brauche ich eigentlich? Das ist das, was ich euch jetzt unter vorlege, was ich in ganzer Weise Politiker werden würde, wollen wir nicht reden, sondern weil das nicht mehr interessant wird. Ich habe eine ganz, ganz andere Motivation.
Das heißt, das Weltliche, was den normalen Menschen oder die Kinder, die Spielsachen, interessieren dich überhaupt nicht mehr. Da wächst du dann raus, wenn du weißer wirst, oh, das kann man Freude haben, wenn man jung ist, ist alles deutsch, das ist eine Zeitphase. Die Barbie-Puppenhaus, das Barbie-Puppenhaus, das ist alles eine Zeitphase, aber du musst rauswachsen, das ist die große Kunst. Und dann lächelst du, und dann, wenn du einen siehst, der Freude daran hat, kannst du, hast ja mitreden. Aber du bist rausgewachsen, es gibt dir nichts mehr, das ist für dich nicht mehr wichtig. Verstehst du, das ist es. Und es geht nicht, dass man sich besser macht, sondern dass man sich da hinstellt. Oder man kann den kleinen Jungen in sich wieder rauskramen, wenn man Spaß daran hat. Wenn gerade Freizeit ist, genauso ist es, aber das ist rein in einer Erinnerung, es ist schön, aber es ist nicht mehr ein relevanter Parameter. Hier geht es um was ganz was anderes. Wir bleiben in den Beispielen, bei dem Start, was auf dem Ladern ist, dann eine schöne Metapher mit einer ein Schiff sucht dann einen Führer. Und dann man Wahlen macht. Und jetzt ganz interessant ist, was hier gut versucht hat, das erklärt wird, dass alle sich drum reißen. Die kommen, ich werde, wenn ich der Kapitän war oder der Steuermann war, wenn ich der Kapitän und Steuermann war. Alle reißen sich drum, das Steuer zu übernehmen. Und ich sage, der es würdig wäre, das ist mit Sicherheit einer nicht, der sich drum reißt, Verantwortung zu übernehmen. Wenn man erkennt, dass einer sehr weise ist und Weisheit zeigt sich, dass ich mir nicht einen Stress machen muss, wenn es nicht unbedingt sein muss, in Bezug auf meine Person, aber ich durchaus bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, werde mich aber nicht drum reißen und mich vordrängen, dass ich es übernehmen darf. Der muss erkannt werden und dann muss die Masse den dazu bestimmen für uns. Er muss mehr oder weniger von der Masse befohlen werden, dass er es macht. Wie kommen wir, also ich bin mir sicher, dass das geschehen wird in meiner Welt. Und wie sind die Vorzeichen? Wie passiert das? Wahrscheinlich durch Chaos. Das läuft schon die ganze Zeit. Ja. Ich kann immer wieder sagen, dass ich bin, wo ich jetzt einmal ganz grob ansetze, ist jetzt knapp 25 Jahre alt, dass wenn du das jetzt liest, das sind prophetische Schriften, dass ich vor die Fettaugen schon reden, du, das ist, ob das die DDR ist, das ist auch in Staatssystemen, Fettaugen schwimmen immer oben, ob du das kommunistisch oder demokratisch oder egal wie du das nennst, und das ist in der Suppe schwimmen die Fettaugen zuerst einmal oben. Aber wenn ich die Suppe ausöffne, das Erste, was ich fresse, sind die Fettaugen. Das ist ein Beispiel aus sich Bildung. Ist ja bitter. Und du wirst feststellen, dass immer wenn eine Revolution ist, seltsamerweise, das kannst du in deinen Geschichtsbüchern nachlesen, auch jetzt hier nach dem Zweiten Weltkrieg, in dieser Märchengeschichte, dass eigentlich im Verborgenen nicht die ganz oben werden als Exempel exekutiert, aber die Unterschicht, die es möglich gemacht hat, sind immer in der Nachkriegs-Bundesrepublik Deutschland, sind die wesentlichen Posten wieder genau von diesen kleinen Wasserträgern besetzt worden. Die Fettaugen waren wieder hoch. Musste man sich mit der deutschen Nachkriegsgeschichte beschäftigen. Das ist bis zum heutigen Tag, das ist nicht vorwerfen, die Mahne in der Wüste, die sind da überhaupt nicht gefragt. Das ist immer die gerade so, was nicht ganz oben, die offensichtlichen Exempel, die man statuiert, aber die auf denen die Exempel gesessen sind, die statuiert werden. Die kommen in jedem Nachkriegssystem, sind die wieder oben. Und das ist ein Prinzip, das zieht sich durch deine ganze Menschheitsgeschichte durch. Das ist das Nächste, ein Prinzip, wenn du jetzt in deine Märchenbücher, sprich Geschichtsbücher gehst, das ist dasselbe, du schaust rein, wirst du eins feststellen, dass egal wann irgendein Krieg war und zu Ende ging, dass das Erste, was die Siegermacht gemacht hat, sie hat die angeblich falsch gelehrte Vergangenheit des Verlierervolks richtig gestellt. Und es war immer so, und es wird immer so in dieser Welt der Märchengeschichten bleiben, bis in alle Ewigkeit. Das, was über den, der wach wird und rauswächst aus den Märchenbüchern, sondern in die Wirklichkeit kommt, ganz anders hin. Und da merkst du dieses, wenn ich immer sage, habt ihr denn von eurer Vergangenheit nichts gelernt? Meinst du, dass die jetzige Politik irgendwas von der Vergangenheit gelernt hat, wenn sie jetzt wieder anfängt, Meinungen zu verbieten? Wir haben so ein schönes Grundgesetz, aber das Grundgesetz sieht aus wie ein Handyvertrag oder Internetvertrag. Du hast ganz groß, hier meine wegen Handy, 1 € im Monat. Ständchen. Und ich kann dir nur sagen, mein Vodafone-Vertrag, ein ganz normaler Anschluss für Internetfernsehen. Das sind 7 Seiten, die sind so klein gedruckt, dass ich die nicht einmal mit der Lesebrille anstandsfrei lesen kann. Ich brauche fast eine Lupe. 7 Seiten Rechtsdeutsch. Da kannst du entweder sagen, ich unterschreibe es einfach oder ich lasse es sein, weil durcharbeiten oder was. In einem ganz extremen Rechtsdeutsch. Und ich habe ein schönes Beispiel, was dieses Rechtsstolz anbelangt mit Menschen. Da sind sie blauäugig. Ich habe mir mal gesagt, wir gehen auf die Straße, Fußgängerzone,
Und dann halten wir Menschen auf und sagen, hey, du hast jetzt einen Preis gewonnen, du kriegst jetzt ganz einfach so von uns 10.000 Euro. Die schenken wir dir, weil du einfach ausgewählt bist, du bist der Sohn, so wie der an uns vorbeigeht. Das Einzige, und dann legen wir hier 5-6 Blätter vor, du musst, dass wir da kein Eigene kriegen, musst jetzt das unterschreiben, dass du die von uns gekriegt hast. Und jetzt pass auf, wir machen in einem extrem kompliziert ausgetrichten deutschen Rechtsdeutsch, steht da Folgendes drin, dass du versicherst, dass wenn du mit dem Geld jetzt irgendeinen Blödsinn machst, dass du uns dafür nicht haftbar machst, weil wir dir das Geld gegeben haben. Lauter solche Sachen, die nichts mit dem Geld zu tun haben, sondern wir sichern uns ab, dass wenn irgendwas er mit dem Geld macht und es passiert was Schlechtes, dass er uns nicht dafür verantwortlich machen kann, das wollen wir, dass er unterschreibt. Und das machen wir in einem Rechtsdeutsch, du hast keinen Film, der von dir die 10.000 Euro will. Keiner wird sich, weil die Logik sagt, das macht doch keiner. Und wenn die anfangen zu lesen, da das keiner versteht, gehen sie lieber von Nummer sich und unterschreiben den Vertrag nicht. Obwohl das eigentlich... Ich unterschreibe, wenn man lese einfach nicht. Du wärst der einzige Ausnahme im System. Weil da muss ja was faul sein. Weißt du, sie, ein Normaler, das ist ja nicht normal. Alles, das ist immer so die, auch bei mir hier, die ganzen Sachen, das ist doch nicht normal. Alle versuchen irgendwie, da einen Fehler zu finden. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und ein schönes Musterbeispiel sind gerade jetzt die Sachen von Jan Stefan nach unserem Weißenburg-Vortrag. Diese zwei, das sind ja zwei Zeitungsberichte drin gewesen. Mhm. Und der hat ja dann gesagt, der hat dann nachgefragt bei der Sektenforschung. Und der sagt dann ganz definitiv, also das ist keine Sekte, er konnte in keinster Weise irgendwie bei Recherchen feststellen, ich mache jetzt das ja, wenn er weitergeht, wenn man da nachforscht, in irgendeiner Weise feststellen, dass da irgendwo eine Organisation wäre oder dass da irgendwo Geld verlangt wird oder irgendwas, das kann er nicht finden. Und dann kommt sogar, dass also Sekte ist es auf keinen Fall. Und dann kommt sogar, dass er sagt, dass also die Thesen hier von dem Udo Böttcher, dass die durchaus interessant sind, aber sie sind gefährlich. Gefährlich. Und jetzt ist natürlich, dass wenn du schon die Tatsache der Sektenforschung gibt, es gibt ja keine Sektenforschung, die neutral ist. Es gibt eine Sektenforschung der katholischen Kirche, es gibt eine Sektenforschung der evangelischen Kirche. Und das ist ja schon wieder ein Vergleich mit einem einseitigen Ideal, das nicht mehr in Frage gestellt wird. So ist es. Das ist Kritik, ist immer der Vergleich, es ist keine wertfreie Bewertung. Sobald du was in gut oder schlecht, richtig und verkehrt bewertest, Kategorie 2, musst du zwangsläufig mit einer Einseitigkeit, die du nicht mehr in Frage stellst, vergleichen. Aber Rudolf Feeling geht um die absolute Vollkommenheit, die allumfassende Vollkommenheit, darum ist das Denken ist so unendlich fremd. Also wenn man in das Rudolf Feeling Know-how rein surft, machst du es den Leuten ja auch nicht so ganz einfach. Johannes, ich mache das so einfach, wenn ich sage, es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen, wie es überhaupt möglich ist, dass eine Kommunikation auf dieser Basic-Ebene, wie ich das nenne, überhaupt möglich ist. Aber gerade dieses Einfache erscheint für die normalen Menschen kompliziert. Das sind die Sätze, wo ich Gebetsmittel wiederhole. Das sind Sätze, die hundertprozentig sicher sind. Und darum betone ich, du wirst, wenn du diesen Maßstab von hundertprozentig sicher beweisbar, hier und jetzt sofort überprüfbar, wenn du das jetzt ernst nimmst, wirst du feststellen, dass schon einmal alles an Religion vom Tisch ist, weil das sofort der blinden Glauben, was in der Vergangenheit war, was du vom Hörensagen kennst, dass alles Esoterische mit aufgestiegenen Meistern vom Tisch ist und dass alles Naturwissenschaftliche mit raumzeitlichen Konstrukten und dann auch mit Objekten und all den Strahlen auch vom Tisch ist, weil das alles Sachen sind, die du in keinster Weise überprüfen kannst. Und Holofilling baut jetzt auf dem auf, was hundertprozentig sicher ist. Und das ist jetzt halt einmal, dass wenn du was denkst, dass das für dich in dem Moment zum Existieren anfängt, wenn du es denkst. Also und der, solange du in dem Wahn lebst, das ist der Satz, den muss man verstehen, solange ich in dem Wahn lebe, dass ich meine, ich habe mit dem, was ich jetzt mit meinem Intellekt mir denke, dass es so ist, dass ich damit nichts zu tun habe, dass das ja so ist, weil das bewiesen ist und das auch schon war, bevor ich es gedacht habe. Das ist doch lauter Hirnwichse, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Und jetzt sind wir bei unserem Ursprung wieder. Es gibt einen Ersten, der sagt das, was jedes Kind sofort auf der Stelle überprüfen kann. Und es gibt einen Zweiten, der fast ausschließlich nur Sachen behauptet, die man nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Und du wirst jetzt feststellen, dass dein ganzes Wissen auf Geschwätz vom Zweiten aufbaut. Und wenn jetzt der Erste in dir auftauchen sollte, was schon eine Grundvoraussetzung ist, dass du ein Geistesfunk bist, sonst würde ich gar nicht in dir auftauchen als Bruce Luder. Dass sobald der Erste was behauptet, der Zweite dir komplett einredet, dass das ein Scheiß ist, was der Udo erzählt.
Obwohl der doch nur Sachen behauptet, die du sofort überprüfen kannst. Ich behaupte jetzt zum Beispiel, wenn ich ihn anschaue, dass ich jetzt hundertprozentig sicher bin, dass er bis jetzt, Schnipp, jetzt hast du eine Brille auf, keine Brille auf der Nase. Die entsteht in dem Moment, und jetzt erkläre ich auch noch, wenn er jetzt das sich Gedanken macht, war die ganze Zeit da, wieso er das Gefühl hat, dass die da war. Selbst das erkläre ich und gehe in Gedanken mit. Du kannst alles, was ich sage, überprüfen. Und trotzdem ist der Zweite, sobald du wieder im Alltag bist, so mächtig, dass du wieder voll festhältst. Aber die entsteht auch die Brille, wenn ich nicht aufhabe. 16 Zeilen. Ja, 16 Zeilen. Aber naja, das suchst du dir nicht raus, was du denkst. Ja. Jetzt zum Beispiel, meinst du, hattest jetzt irgendeinen Einfluss drauf, dass du, wenn ich jetzt glaube, Grundvoraussetzung, ich bin der Blackie. Weil, wenn ich jetzt der Johannes bin, dass die Figur Blackie das sagt, wenn du schläfst, ohne dass dir das bewusst ist, meinst du, du hast damit nichts zu tun? Ich habe jetzt ihn das ganz bewusst sagen müssen. Weil ich an meinen Fäden, ich halte meine Fäden schon gut in der Hand und ich ziehe ja nicht mal über den Fäden. Weil ich muss ja permanent Beispiele generieren. Das heißt jetzt, dass der Blackie das sagt in meiner Traumwelt, die ich jetzt auch in dich reindenke, bloß aus einer anderen Perspektive. Das sind so immer wieder, wo ich sage, du kriegst so eine tiefe Demut gegenüber diesen heiligen Schriften. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist und ich in dir. Wir fahren in einem Punkt zusammen. Das ist genau das Prinzip. Da ist nur einer, der uns alle ausdenkt. Der ist aber von einer anderen Ebene. Auch das wiederhole ich immer. Ihr Menschen, die ihr außen zu leben glaubt, ihr seht, laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. So, und jetzt beobachte dich einmal, wenn du eine Zeitung liest oder Fernsehen schaust. All das, was du jetzt machst aus einem fetzen Papier, wenn du ein Buch liest, einen Artikel liest, du siehst das, was du jetzt siehst, im klassischen Sinn des Sehens, siehst du doch überhaupt nicht. Ihr hört Sachen, die ihr überhaupt nicht hört. Jedes Selbstgespräch, das du dir am Computer hast, hörst du doch nicht in Udo. Du kannst dir jetzt immer wieder bei den, du erklärst mir vollkommen logisch, ja, das ist ja trotzdem der Udo, weil das wurde in der Vergangenheit aufgenommen. Dieses ist deine Gefängnislage. Und das stellst du nicht in Frage, weil da müsstest du, und jetzt kommen wir zum Anfang des Gesprächs, jetzt machen wir wieder das hier. Oder die Ausnahme ist, wenn der Ron was postet, weil dann muss ich der PC maßlos drüber aufnehmen. Wenn du dir den so ausdenkst, okay, das hier, jetzt kommen wir zum Anfang des Gesprächs. Was war jetzt? Jetzt habe ich es vergessen. Jetzt hast du mich rausgebracht. Jetzt hast du mich rausgebracht. Schnipp und weg. Das ist nicht richtig. Wenn ich mich so denke. Ich habe ihn gerade ausgeschaltet nochmal. Die Freiheit. Vater Freiheit war mal. Was ist die Freiheit? Was ja, ist die Freiheit des Menschen? Der Witz ist, deine Freiheit wäre, dass du ganz bewusst was Unlogisches machen könntest. Aber das verhindert der Zweite. Das heißt, aus deiner Logik heraus gesehen, wirst du diese Freiheit nicht nutzen. Mein schönes Beispiel, wenn man jetzt wieder kommt, in Almener hier mit dem kleinen Baby, wo die ihr Kind kriegt haben. Das ist die, und das klingt natürlich jetzt, weil deine Logik rebelliert, dieses Beispiel, wo die ein kleines Kind hier neu baut, Kind noch kriegt, Balkon, aber nur kein Gitter um den Balkon und der Kleine krabbelt. Und er sagt, oh, und dann erzählt es und dann krabbelt der Kleine raus und Gott sei Dank habe ich es noch rechtzeitig gesehen und habe ihn zurückgeholt. Das ist wie unser Martin-Beispiel. Und dann sage ich, pass auf, wo sie das erzählt, Gott sei Dank, ich habe nur rechtzeitig zurückgeholt, aber ich sage, ich gebe jetzt einmal einen Tipp. Ich mache jetzt einmal eine Prophezeiung. Wenn du das befolgst oder befolgt hättest, hättest du dir die nächsten 20 Jahre unendlich viel Alter und Arbeit ersparen. Du hast jetzt Folgendes gemacht, das war logisch. Der Kleine krabbelt raus auf dem Balkon, wo kein Gitter ist, und du holst ihn zurück. Das war logisch. Unlogisch war das alles. Du gehst hin, wenn du das siehst, dass er immer... Und ich garantiere dir, die nächsten 20 Jahre ersparst du dir unheimlich viel Arbeit. Das unterschreibe ich dir. Das wäre was Unlogisches gewesen. Aber das kannst du jetzt mit normaler menschlicher Moral überhaupt nicht fassen, weil das total unlogisch ist. Aber der Witz ist, was reden wir? Wir reden von Gedanken. Wo ist der Kleine, wenn du ihn nicht denkst? Das ist, ich sage, am besten geht es all denen, die du jetzt nicht denkst. Das sind die auftauchen. Dann der Sarah geht es am besten, wenn du nicht an sie denkst. Und wenn du an sie denkst, ist sie bloß ein Spiegelbild von Papa. Sie macht dasselbe Spiel, was du machst. Da sind deine Gene drin. Sie flüchtet sich von einer Krankheit in die nächste. Ist jetzt kein Vorwurf, ist eine wertfreie Beschreibung. Wohlgemerkt, das ist, wenn du jetzt wieder interpretierst, das ist eine Interpretation meiner Worte. Ich erkläre dir ein Prinzip, wo keine Schutzzuweisung ist.
Du kannst doch in keinster Weise, angenommen jetzt hier, du hast einen Fernseher und dein Bild franzt aus. Ich kann doch dem Bild nicht vorwerfen, dass es so ist, wie es ist. Die Ursache ist, weil in dem Programm der und der Fehler aufgetreten ist. Der aber wiederum kein Fehler mehr ist, sondern dass das Bild ausfranst, macht genau, weil das Programm das und das vorschreibt. Das ist meine Sicherung wieder. Du wirst merken, es ist alles perfekt. Dieses Wenn-Dann wird bestimmt vom Programm. Kannst du sogar. Und das zu erkennen, ist die einzige Freiheit, die wir haben. Die einzige Freiheit, die du zurzeit hast, ist die Freiheit, bei intensiver Selbstbeobachtung zu erkennen, dass das, was du zurzeit bis dato zu sein geglaubt hast, Figur in einem Traum, nicht nur du, sondern auch alle anderen überhaupt keine Freiheit haben, weil die so sind, wie sie geträumt werden. Weil alles Ausgedachte ist ein Dasein-Müssen. Und jetzt musst du dir zwangsläufig kommen, dass in dem Moment, wo du dich jetzt als träumenden Geist setzt, auch du selbst einmal als Figur, die du träumst, wo du sagst, das bin ich, was Ausgedachtes ist, das ist ein Dasein-Müssen, aber in dem Moment ist der träumende Geist ja auch was Ausgedachtes. Ein Dasein-Müssen. Die einzige Freiheit, die du hast, erkennen zu dürfen, dass alles, was ausgedacht wird, keine Freiheit besitzt. Und selbst das, diese Erkenntnis, jetzt brauchst du mich, muss ich auftauchen und auf irgendeine Art und Weise dir einfallen lassen. Und in dieser Erkenntnis der absoluten Unfreiheit entsteht im selben Moment das Gegenteil, eine absolute Freiheit, die dich dazu bringt, das geschehen zu lassen. Ich habe hier bei Redo und Jan habe ich nochmal gesagt, das heißt, wenn du jetzt die Rolle nicht das Spezi-Verhalten, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, mit seiner Versicherung, wenn ich ein Arschloch bin, dann bin ich halt ein Arschloch, schmiere ich die Leute noch mehr aus. Darum geht es, das ist alles Wertung, ist Rechtfertigung gewesen. Sondern die Tatsache, dass wenn du jetzt die Rolle eines Kinderschänders spielst, dann spielst du diese Rolle unangetastet weiter in dem vollen Bewusstsein, dass du auf einer Theaterbühne bist und den möglichst gut spielst. Und wenn du die Rolle eines Massenmörders spielst, dann spielst du die Rolle weiter, weil du jetzt begriffen hast, dass diese Figur in dem Trauma von der Theaterbühne ist, wo keiner gemoddet wird und keiner umbringt und alles eigentlich nur Illusion ist. Es geht darum, dass du der Schauspieler wirst, der einverstanden ist mit seiner Rolle. Aber dann wirst du feststellen, wenn du jetzt anfängst, all das, was dir absolut zuwider ist, so zu lassen, wie es ist. Ja, das, so das, lassen, das ist der Heilungsprozess. Auch nicht selber, da, so kann ich das mit das ist der Heilungsprozess. Und dann wirst du feststellen, dass das Theaterstück sehr schnell zu Ende ist und du dann von der Bühne verschwindest. Okay. Als Schauspieler, aber nicht als Geist, weil der ja immer ist. Okay. Die Heilung ist, dass ich immer sage, wenn ich erkenne, wieder ein ganz einfacher Satz, wenn ich erkenne, wie unendlich sinnlos Ärger ist oder Zukunftsangst ist. Weil Ärger, wenn ich mich über was ärgere, ändert es doch überhaupt nichts an dem, was ist. Wenn ich beim Rückwärtsfahren nicht aufpasse und ich quetsche mein Auto an Holger hier Bankhaus vorne. Vorwärts war das nicht. Vorwärts fahren, weil ich nicht aufpasse. So. McDonalds. Gestern. Nein, bei uns. Wahrscheinlich noch. Wenn ich merke, dass dieser Ärger, scheiße, ich reagiere vom Reizauslöser, der ist einfach nur, und diese Reaktion erzeugt in mir Unwohlsein. Aber das ändert doch überhaupt nichts an dem, was ist. Das heißt, wenn ich jetzt einen Vorteil hätte, dass ich mich ärgere, ich bezahle praktisch mit einem Unwohlsein-Film und der Kratzer löst sich wieder in Luft auf. Das ist wie wenn ich jetzt bezahle und zu einer Lackiererei gehe. Aber das ist halt nicht der Fall. Dass Ärger vollkommen sinnlos ist, das muss ich als Beobachter kennen. Das ändert nichts an dem, was ist, oder dich fällt aus nichts zur Zukunftsangst an. Wenn ich jetzt das beobachte, merke ich, der Depp hat immer noch nicht begriffen, dass morgen sowieso nichts passiert. Jede Sorgen, du sorgst mehr oder weg im ewigen Hier und Jetzt dafür, mit Sorgen sorgst du dafür, dass es jetzt scheiße geht, weil du die Gedanken über was machst, übermorgen, was passieren könnte, das denkst du ja jetzt. Wo niemals was passieren kann, weil alles, was passiert, passiert jetzt. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Ganz klein bisschen mehr verstanden, so mit dieser Formulierung, dass das Theaterstück ganz schnell zu Ende ist. Es kann nur jetzt zu Ende sein. Ja. Ich dümmer, man zitiert einen Helmut Dietz. Ich weiß nicht, das ist bestimmt auf 100 Selbstgespräche drauf. Helmut kommt zu mir und sagt, wie lange dauert es bei mir noch, bis ich das verstehe? Und dann sagt er, pass auf, Helmut. Nicht einmal Gott kann dir sagen, wie lange das bei dir noch dauert, weil er dir die Freiheit gegeben hat, dass du das selber entscheiden darfst. Aber was ich dir hundertprozentig sicher sagen kann, es wird niemals passieren, solange du glaubst, es passiert irgendwann in der Zukunft.
Wenn es passiert, passiert es jetzt. Das ist das Einzige, was ich dir sage. Und wenn das jetzt passiert, das darfst du selber bestimmen. Das ist in dem Moment, wo du hundertprozentig sicher jeden Moment, den dir auftaucht, begreifst, das ist, weil ich es jetzt denke. Wenn ich es nicht mehr denke, ist es wieder weg. Für die Sachen, die du denkst, gibt es kein Vorher und Nachher. Es gibt bloß ein Jetzt existieren und ein Jetzt in der Einheit sein. Oh, das ist diese radikale Form. Die andere etwas. Das ist die Wurzel. Das ist die Wurzel. Das ist das Radix. Das ist die Wurzel von allem. Andere ist halt das Buch, wenn man so. Das ist ja auch radikal, weil das Buch ist ja auf der tieferen Ebene, geht es ja immer wieder in die Einheit. Und das Prinzip, intellektuell begriffen, ist die eine Seite. Ich sage, das ist keine Frage, du hast es auf deiner Festplatte. Du hast es vom Internet auf die Festplatte gekriegt von mir. Das ist Holofeeling. Aber ich sage immer wieder, wenn du jetzt auch ein Beispiel zigfach erwähnt, ich sehe im Internet, taucht in mir irgendein tolles Programm auf, wo ich so viel machen kann, egal was ich gerade will. Aber wenn alles und dann kostenlos, vollkommen kostenlos. Ohne einen Hintergedanken, ich lade mir das Programm runter. Ich habe ja gelesen, was ich alles damit machen kann. Dann habe ich es doch auf meiner Festplatte, auf meinem, ich sage mal, meinem privaten Bereich. Was mir jetzt halt immer wieder außen von innen, Hierarchie. Ich habe es dann schon auf der Festplatte. Du wirst aber feststellen, der Computer, das hast du Geistesfunk, läuft aber immer noch mit einem alten Programm, du musst es installieren. Der Witz ist es installiert? Ist die Erkenntnis installiert, dass Ärger nichts an dem ändert, was ist, sondern ich fühle mich scheiße, weil ich so zwanghaft reagiere? Würde ich nicht so reagieren, wäre es trotzdem? Also der Ärger ist eigentlich, ich sage immer wieder, das ist eine Sache, das ist die Energie. Jetzt sind wir wieder bei der Energie, wenn es dir schlecht geht. Das ist die Energie, die ich dir gebe, dass du dir mal nochmal genauere Gedanken drüber machst. Das finde ich viel besser als das Buchbeispiel. Das ist das Buchbeispiel. Ja, Variante, also das Programmbeispiel. Das ist immer wieder die Wachstumsstufen, wo ich es oft erklärt habe mit der normalen Bildröhre. Dass du zuerst einmal die 7 Stufen, die 8 hat der BC heute schön hingeschrieben, was die 8 ist. Immer bei der Oktave. 7 Töne. Acht, was ist nicht? Nö, mit 8 war das nicht mit 8? Ich schreibe bloß über den Rund. Jetzt ist es also so, pass auf, wir machen das Klassische reduziert. Ich mache mal dieses Bildschirmbeispiel nochmal. Mache ich jetzt einen Röhrenfernseher, können wir jetzt auch machen. Wir haben zuerst einmal einen Bildpunkt, wo wir einen Bildpunkt nennen, ist ja schon eine kleine Trinität. Okay, unser Triplet nennt sich das. Dieses Triplet, diese Farbmischung, aber wir nennen das einfach mal einen Punkt. Und jetzt ist, wenn du eine Zeile siehst, das ist immer eigenartig, dass bei dir ein System aber einem gewissen systemrelevanten Parameter, das ist der Love-Effekt, umkippt. Das ist übrigens eine Sache, wo es unseren Rainer, unseren Professor Rainer so weggepfiffen hat. Das war so der erste, wo er voll mit die Augen brennt. Der Love-Effekt, wo ich sage, musst du den Love-Effekt kennen, sagt der Dudo, habe ich schon irgendwann mal das gelesen. Sozialwissenschaftler, englischer, bla bla bla. Und zwar geht es in den Love-Effekt in den Sozialwissenschaften darum, dass wenn der Staat, man kann es gut, wenn man Anno spielt. Diese Anno-Videospiele kriegst du ja, musst du Stadt aufbauen und dann hast du Steuerzahler und jetzt ist, dass du merkst, es ist eine Wirtschaftssimulation. Aber es ist so eine kleine mittelalterliche Welt, spielt übrigens der Jahn zurzeit extrem, die neueste Ausgabe, Anno 1800 heißt das. Ist gigantisch. Wenn du Wirtschaftswissenschaften müsste eigentlich jeder müsste hier Anno 1800 spielen. Du fängst an, du besiedelst deine Insel, dann hast du Bevölkerung, die müssen natürlich Steuern zahlen. Umso mehr Geld du hast, umso mehr kannst du fürs Volk tun. Kannst natürlich jetzt Militär aufbauen, Krankenhäuser und so weiter, die Wege, die Straßen besser machen. Du kannst die Steuern anheben, dann kriegst du mehr Geld, aber du wirst feststellen, dass die Menschen abwandern. In die Schweiz zum Beispiel, oder je nachdem. Dann fällt es wieder zusammen, dann machst du wieder Bilder, dann kommen sie wieder. Und so weiter. Das ist originale Wirtschaftssimulation in einem Spiel, das extrem komplex ist, auch mit Handelsbeziehungen, wenn du machst. Der Laffer-Effekt ist schlichtweg, dass man feststellt, wenn du jetzt die Steuern erhöhst als Staat, ich bin der staatliche Bürger, die müssen Steuern zahlen, dafür kriegen die Straßen sauber, nachts eine Beleuchtung in der Stadt, das muss ja alles von der Allgemeinheit getragen werden. Umso mehr Geld ich habe, umso mehr kann ich machen, umso mehr Einnahmen habe ich, wenn wir die Steuern noch höher machen, umso mehr Einnahmen kriege ich. Das ist einmal das Prinzip. Und der Laffer-Effekt ist der Punkt, dass irgendwann einmal, wenn du das übertreibst, kannst du noch mehr erhöhen und dann geht es zurück. Und jetzt bringe ich ein krasses Beispiel. Dass ich jetzt behaupte, ich gehe jetzt mal ins Jahr 1992. Ich nehme jetzt den Udo. Das war hier, wenn ich jetzt zurückgehe, auch wie meine Steuerprüfung gehabt habe, wo ich den nicht ganz klipp und klar mit den Steuerfahndern, da habe ich ja vorher über 2 Briefe im zweiten Buch drin, dass die so begeistert waren, als wenn die das das erste Mal hören sollen. Ich weiß, dass ihr bei so vielen Leuten seid, wo ihr hundertprozentig sicher wisst, die sind faul und ihr könnt sie ja nicht fassen.
Es ist definitiv so, dass das Steuerrecht als Ding an sich schon krank ist. Und jetzt pass auf, ganz einfach, ja, wenn du das jetzt nicht glaubst, ich habe immer wieder gesagt, wenn ich jetzt bei mir meinen kleinen Laden nehme, ich war damals 92 in der höchsten Steuerklasse. Das heißt, ich bringe jetzt für an, der sich gar nicht mit Steuerrecht auskennt, folgendes Beispiel. Das ist übrigens kein Witz. Holger, du weißt, was jetzt dann kommen, wie die kleinen Bauarbeiter und so und die kleinen Malergeschäfte, dass alle hundertprozentig sicher in einer Normalität das Finanzamt bescheißen, bis zum es geht nicht mehr. Jetzt genau, ich war in der höchsten Steuerklasse, damals war 53% Einkommensteuer. Es ist jetzt kein Gejammer, darum geht es überhaupt nicht. Ich will dir nur sagen, wie das aussieht und dann kannst du mal Gedanken machen, ob das stimmen kann oder nicht. Wir machen jetzt mal rein Waren, bereinigt, sieht es folgendermaßen aus, du kommst zu mir in den Laden, ich repariere dir schnell was, dann fragst du, was kriegst du, und dann sag ich, gib mir einen Hunderter. Dann gibst du mir 100 Euro, und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich mache das offiziell, ich tue das in die Kasse reinlegen, schreibe dir einen Kassenbon raus und verbuche das als 100 Euro Einnahmen. Die zweite Möglichkeit, ich schiebe das in die Tasche, ist ja wurscht, war Arbeit, kein Arbeit. In dem Moment, in dem Augenblick, wo ich den Hunderter in die Kasse einbuche, im selben Moment sind 82 Euro von die 100 Euro weg. 82 Euro sind weg. Bei mir, meine Situation 1992. Wenn du sagst, es gibt es nicht, kann ich dir ganz einfach sagen, das Erste, was weggeht, sind die 13% Mehrwertsteuer. Muss ich sofort überweisen. 53% Einkommensteuer, 8% Gewerbesteuer und nochmal so Kleinigkeiten, die sind sofort weg. Dann bleiben von den 82 Euro über... Diese 18 Euro, die jetzt noch da sind, habe ich für mich keine allereinzige, das sind die Geschäftsumkosten, das ist mit der Einkommenssteuer, was, das machen wir mal ganz, ich setze rein diese 18 Euro, wo ich habe. Habe ich noch keine Mark Krankenversicherung bezahlt? Ich habe noch keine einzige Mark Altersversorgung auf die Seite gelegt. Das heißt, ich muss meine Krankenversicherung von die 18 Euro zahlen, ich muss meine Altersversorgung sorgen. Und das, was jetzt noch überbleibt, das ist reiner Gewinn, Privatinnahme wie ein Privatmann. Und jetzt kommt der Witz. Jetzt schaue ich zum damaligen Zeitpunkt, gibt es kleine Maler, hat sich einer selbstständig gemacht als Maler oder hat eine autofreie Autowerkstatt mit 2, 3 Angestellten. Okay? Und dann sehe ich, die bauen sich ihr Haus für 500.000 Mark. Waren ja Mark damals. Jetzt mache ich mir einfach alles, was du privat machst. Wenn du ein Privathaus machst, musst du das mit 100% mit versteuertem Einkommen bezahlen. Das hat mit dem Geschäft nichts zu tun. Wenn der jetzt ein Haus baut für 500.000 Mark und der hat eine Autowerkstatt oder eine Malerwerkstatt mit 2, 3 Gesellen, und der hat ja dann dasselbe Spiel. Wie viel muss er rein netto verdient haben? Also die 100 Euro. Holger, du hast es ausgerechnet. Ja, mal Faktor 10. Ne? Wie viel? 5 Millionen Umsatz? Nein. Wie viel muss er in dieser Art und Weise reine Einnahme in seinem Geschäft in die Kasse reingetan haben, dass er, du musst ja jetzt noch deine Krankenversicherung wegmachen, deine Sozialversicherung, deinen Lebensunterhalt, du wohnst ja irgendwo in Miete, die musst du ja auch bezahlen. Wenn er dann baut, diese 500.000 Mark, wo er in der Zeit an sich hinstellt, wie viel muss der 100-Euro-Schein in die Kasse bekommen haben, weil dann ist er mit Sicherheit auch in der höchsten Einstellung. Lass dich, das klatscht dich. Jetzt müssen wir noch freimachen, wie viel Kranken- und Lebensversicherung wir wegmachen. Wenn das Haus jetzt 500.000 Euro kostet. Gehst du von die 18 Euro aus? Ich gehe von den 10 Euro aus. Bei dir bleiben immer, wenn du von den 18, dann gehen nochmal 8 weg für den Kleinkram, was du eben gesagt hast. Na, wenn du so rechnest, 10%. 10%. Das hängt davon ab, was dann insgesamt ist. 10% sind dann 100% und dann... Also 10% ja, Gewinn, rechnen, ja. Dann müsst ihr... 500.000 durch 10. 45 Millionen. Dann müsst ihr, genau. Das ist ziemlich, wenn du jetzt das machst, dann müsst ihr in sein Geschäft in die Kasse 45 ja. Millionen Einnahmen einbuchen, dass er das Haus für 500.000 Mark bezahlt. Da hat er aber durchs Gessen. Das habe ich übrigens dann stimmt, wo ich gesagt habe, wo ich meine Steuerfahndung gehabt habe. Das waren die Gespräche, wo ich dann sage, um 7 Uhr, wo sie klingeln, haben alle stehen lassen. Ich sage dann, um 10 Uhr ist die Mauswein-Klasse auf dem Tisch gestanden. Dann habe ich gesagt, rechnen Sie mir das bitte einmal vor. Und ich weiß, dass ich im klassischen Sinn korrekt war. Aber das läuft bei mir ganz anders. Das ist dann der Finanzamtbrief, dass mich Geld überhaupt nicht interessiert hat. Aber das ist jetzt so, und da macht euch jetzt einmal Gedanken, dass da irgendwas nicht stimmt. Das ist wieder viel im Führerscheinprüfungsbogen. Da sitzen die Steuerfahnder da, zack, dreht und wendet, sagen sie, Bachelor. Hat er gesagt, Bachelor ist, wir finden keinen Fehler. Ich sage, der Fehler liegt wo ganz, es ist ein einziges Lügenbetrugssystem. Und die wollten dann ja nichts mehr mit mir zu tun haben. Komisch sein, Alter. Weil das sind Sachen, die kannst du nachweisen. Es ist alles, wenn du anfängst, nach Fehler zu suchen, findest du Fehler bis zum Ergebnis. Und
das Gefängnis sind diese Mauern deiner Logik, weil du deine Logik nicht in Frage stellst, weil dir das logisch erscheint. Ach, die Freiheit wäre, du dürftest auch unlogisch werden, aber das ist, wenn Basic unlogisch wird, erst wenn das unlogisch wird, kommst du in ein höheres System zu Windows. Du blockst die höhere Logik ab, weil du die kleingeistige Schimmelpilzkolonie-Logik, wie ich immer wieder sage, deine Wissenschaftler sind für mich Schimmelpilzkolonie. Und jetzt komme ich zu unserem Professor Rainer, Arbeitskollege von mir. Warum Schimmelpilzkolonie? Dass hier jetzt habe ich das versucht, den Fluffer-Phänomen, das ich gerade gesagt habe, dass du hier, wenn jeder Mensch diesen Zehnt, ist natürlich das ganze System ist um, wenn es geht nicht, die Führerscheinprüfung bleiben, müssen die Fehler drin sein. Wenn jeder, der ganz ehrlich ein Zehnt von den 110 Euro, ich weiß jetzt, da habe ich 100 Euro gekriegt und da gebe ich jetzt, wenn ich Material noch habe, habe ich noch den Wareneinsatz bereinigen. Aber was ich jetzt habe, wenn jeder diesen 10 absolut ehrlich, freiwillig abgeben würde, würde er in einer wundervollen Welt leben, wo die Straßen sauber sind, die Müllabfuhr, alles funktioniert. Der Staat würde zig, da gibt es übrigens Wirtschaftsprofessoren, die das durchgerechnet haben. Der Staat würde unendlich mehr Geld einnehmen wie jetzt. Was jetzt nämlich dazu kommt mit den 10, dass keine Firma mehr, und jetzt ist jetzt die Umwälzung, wir brauchen keine Büros mehr. Wir brauchen keine Buchführung. Der ganze Buchführungsscheiß, diese Milliarden, die Buchführungsunternehmungen kosten, plus die Milliarden, die die Finanzämter an Aufwand betreiben, um das zu überprüfen, ist mit der Ehrlichkeit komplett vom Tisch. Noch nie so gesehen. Das hat den Rainer, du warst da die Woche mit meinem Rainer, die wo wir unterwegs waren. 10 zu 100, 100 zu 10 gemacht? Das ist also hier, das ist weit, das fällt ja alles weg. Und sorry, du kannst das gar nicht in der Welt jetzt gar nicht umformen, weil es werden ja sofort unheimlich viele Leute arbeitslos. In den Offenbarungen steht so, wie man seine ausgedachte Zukunft gestaltet, dass man sich da hineinfühlen muss. Und mir ist dann schon mal eingefallen, was das für eine schöne Welt wäre, wenn alles, was mit Kontrolle und Vertrauen, also Kontrolle weg und Vertrauen ersetzt wird. Ein Steuerberater und Finanzämter. Die sind auch weg, die werden auch weg. Sogar im Verkehr. Die Polizei wäre nicht mehr da. Rücksichtnahme. All das ist nicht mehr nötig. Das wäre so unglaublich. Du kannst jetzt Gedanken machen für die, wie du deine nächste Welt aufbaust, wenn du wach geworden bist. Und dann, das ist das, genau das ist es. Darum geht es jetzt, fängt Geist zum Denken an. Rein, jetzt hast du mal in einer reinen Fantasiewelt, was das jetzt hier auch ist, aber das ist eigentlich fantasielos, weil du ja bloß programmgesteuert bist. Programme sind, haben keine Fantasie. So würde meine Welt aussehen, wenn ich wach würde schon. Nein, die wird so aussehen, wie du sie dir dann ausdenkst. Aber was du dann bist, du bist keiner mehr, der irgendwas Einzelnes, was Ausgedachtes, Bestimmtes handelt. Darum sage ich, wenn ich jetzt, pass auf, ein alter Zigfachsatz, ich mache jetzt einmal den Udo, dass ich ganz definitiv immer wieder sage, als Udo, das würde ich jetzt beschwören, und du weißt, ich nehme das sehr, sehr ernst, wenn ich sage, ich schwöre was. Ich schwöre dir, es gibt nichts, absolut nichts, was man für Geld kaufen könnte, was ich haben will. Das, was mich interessiert, kannst du für Geld nicht kaufen. Wenn ich jetzt, sage ich ironisch, wenn ich jetzt ein Gott wäre, der mit einem Wimpernschlag sogar Naturgesetze verändern könnte, okay, so wie man sich einen allmächtigen Gott vorstellt, es gibt absolut nichts, was ich an der jetzigen Welt, so wie sie ist, wüsste, was ich besser machen könnte. Jetzt muss man bloß wissen, dass das ein Führerscheinprüfungsbogenwelt ist. Und dass sie die Fehler ja ganz bewusst erschaffen. Verstehst du? Das heißt, das ist so, wie ich es haben will in dieser Ebene. Das ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt, wo ich erfunden habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier, wenn du weitergehst und du hast jetzt die Macht, dass du mit einem Wimpernschlag alles, sogar Naturgeschände veränderst, dann bist du in einem Zustand, dass du dir sagen, ja, wenn ich jetzt zaubern könnte, ich nenne das einmal zaubern, dann was würdest du dir wünschen, was würdest du verändern? Und du wirst jetzt feststellen, dass du wieder bloß Einseitigkeiten, wenn einer ganz primitiv ist, dann würde ich mich reich machen, oder mir Auto, oder neues Computer, oder Superman-Kräfte, dass das nur so winzige Nichts sind, was einer verändern würde, wenn er sagt, du könntest jetzt wie Gott zaubern, alles erschaffen, was du willst. Wenn du das kannst, wenn dich solche Spezialeffekte, dann interessiert dich bloß das komplette Spiel in der Präzision. Kannst du ungefähr folgen? Das ist ja ganz, das würde ich gar nicht mehr interessieren. Weil das schon immer wieder Selektion von irgendwas ist und alles andere ignorierst du. Da musst du jetzt, wie wenn ich jetzt sage, ich bin der Programmierer von 1800, Anno 1800, wo der Jan spielt, was so
unendlich komplex ist. Mein Beispiel mit den Schachspielen der Professoren, die meinen, die tun was, wenn sie in dem primitiven Schema sich hochrechnen, wer einer gewinnen will. Und die nennen das dann geistreiche Tätigkeit. Die sollen einfach mal das Kinderspiel anders spielen, das neueste 1800. Da wirst du mit einer Komplexität an, dass alles auf alles reagiert, ob du die Straßen machst, ob du Steuern machst, welche Handlungsbeziehungen du eingehst. Der eine hier, es ist unheimlich wie die Welt, dass du an einem Schraubchen, wenn du drehst, kommt Zeit verzögert, verschiebt sich alles. Weißt du, die einen sagen, ich will, dass den Leuten gut geht, dass die gut verdienen. Dann mache ich die Straßen, dann fällt die Krankenhäuser und gibt es den Krankenhäusern einen Platz in die Straßen auf, weil das Geld fällt. Dann vergisst du die Müllabfuhr, dann werden die Müllabfuhr nicht mehr größer. Du musst auf alles aufpassen. Es passiert ja von selber. Aber ich komme zu unserem Laffer-Effekt noch mal ganz kurz. Bei dem Laffer ist ja, und dass ich jetzt das nochmal verheiratet habe, das sind die Systemparameter. Dass ein System, dein Traum ist ein System. Das hat systemrelevante Parameter und die sind nur innerhalb von Maximalstellen ein systemrelevanter Parameter. Kippt, wenn du den erhöhst. Zerstört das bestehende System und wenn du ihn erniedrigst, zerstört das auch. Das heißt, definitiv, und das nenne ich jetzt den Salzpunkt, wenn ich eine Suppe mache und in der Suppe ist kein Salz drin, schmeckt die Suppe nicht. Jetzt tue ich ein Salz rein und dann kommt der Punkt irgendwann, dass ich merke, ich kriege jetzt ein wenig einen Geschmack, denke einfach, einfache Suppe, Gemüsesuppe, koch Gemüse aus und probiere die schmeckt scheiße. Jetzt, wenn du Salz rein tust, dann kriegt sie einen Kick. Das heißt, in dem Moment, wo es fällt, hast du Mangel, die schmeckt nicht, unser stabiles System nennt man schmackhafte Suppe. Und jetzt tun wir Salz rein, das ist ein systemrelevanter Parameter für Gemüsesuppe. Ohne Salz ist das Gemüsesuppe kein Schmackhafte. Und ich erhöhe den Salzgehalt, jetzt sind wir in dem Bereich der subjektiven Geschmacksempfindung und erhöhst du das jetzt noch mehr, wird es toxisch für das System, das System schmackhafte Suppe geht kaputt. So, und jetzt habe ich gesagt, und jetzt kippt aber jedes System, wenn es verschwindet, in irgendeiner Art und Weise in ein anderes System um. Und das nenne ich mein, jetzt immer wieder, wie sage ich es meinen Kindern, Vereinfachung, das nenne ich mein Fensterbeispiel. Fenster, sieht heute, macht jetzt im ersten Moment keinen Sinn, hat man Rainer so wegpfiffen, wie wir da im Wald in Österreich im Mondsee spazieren gegangen sind, der hat dann gehört, der sagt, der Wahnsinn. Pass auf, wir denken uns, der schöne Maid sitzt auf dem Fenster und der Bub, Fenster. Und jetzt durchlaufen wir mal diese Systempunkte und unser systemrelevanter Parameter ist das Geschwindigkeit eines Geschosses. Das Geschoss ist ein Stein, der Bub hebt einen Stein auf. Pass auf, hör einfach zu, geh einfach nur meinen Gedankengang mit. Und ich zeige dir jetzt, dass wir verschiedene stabile Systeme durchlaufen, indem wir den systemrelevanten, beim Salz kann ich es jetzt nicht machen. Die ist klar, kein Salz, dann ist aber das Salz in einem anderen System. Dann kommt es irgendwann in das Höhere, wird toxisch, kommt in ein neues System, die so beschmeckt, die wird jetzt ungenießbar, aber dann ist es für dich weg. Das ist wie ein menschliches Leben, ich wurde geboren und dann bin ich nicht mehr da. Du kommst aus einem anderen System und gehst wieder in das nächste. Darum habe ich ja 3x3x3 Wachstumsstufen. Im allerersten System in der Matrix, von den 27 Wachstumsstufen, sind 3 Stufen. Du bist der Ei, dann siehst du aus wie ein kleiner Wurm, jetzt sind ja deine Intellekt, dann bist du ein Mensch. Dann verlässt du die Matrix, dann bist du ein Säugling, Abnabel. Diese 3x3 haben wir ja oft durchgegangen. Jetzt machen wir den Salzpunkt. Hör einfach zu. Der Junge nimmt einen Stein. Dieser Stein ist jetzt in einem gewissen Maß ein Wolfgeschoss. Sie sitzt oben hinter dem Fenster. Er will ja seine Maid aufwecken, dass sie ans Fenster kommt. Wenn du Gewehr bei der Bundeswehr, eine Gewehrkugel, das nennt man V0, die Geschwindigkeit 0 ist die Geschwindigkeit der Gewehrkugel des Geschosses. Unser Geschoss ist jetzt der Stein und er wirft den Stein und wir erhöhen jetzt kontinuierlich die Geschwindigkeit von dem Stein. Unser System, das wir betrachten, ist die Fensterscheibe. Das erste ist, ich nenne unser System, das stabile System ist eine Fensterscheibe, die kein Geräusch von sich gibt. Da ist die Fensterscheibe, er schmeißt, schau, er schmeißt, zack, zack. Wir erhöhen nur die Geschwindigkeit von dem Stein, zack. Wir haben ein stabiles System, eine Fensterscheibe, die kein Geräusch von sich gibt. Und jetzt kommt der Lafferpunkt. An einem ganz bestimmten Punkt kippt dieses System um. Das heißt, das System, die Scheibe gibt kein Geräusch von sich. Es wird ab diesem Punkt der Geschwindigkeit ist das für dieses System toxisch. Scheibe gibt kein Geräusch von sich. Es kippt in einen neuen Systemzustand um. Scheibe ist da und es macht Klack. Das ist unser neues stabiles System. Klack. Klack. Wir erhöhen die Geschwindigkeit. Du kannst die erhöhen. Dieses System ist eine Zeit lang stabil, bis die Geschwindigkeit im nächsten Lafferpunkt erreicht, wo es toxisch wird. Es macht plötzlich Blur. Und die Scheibe zerspringt in dreieckigen
fetzen in dreieckigen Scheiben. Wir erhöhen das Geschwind weiter. Wir haben wieder ein neues stabiles System. Scheibe zerspringt, das macht Lörr. Und wir haben so Zacken. Kennen wir aus Comic, ne? Wir erhöhen die Geschwindigkeit weiter, wir erhöhen die noch weiter. Jetzt kommt wieder der Punkt, wo es toxisch wird. Es macht nicht mehr Glör, sondern Dock. Und du hast dann, das nennt man Korpuskel, einen glatten Durchschuss. Das ist der Lafferpunkt, ein bisschen genauer erklärt. Und da merkst du jetzt, in den Sozialwissenschaften haben wir nur einen ganz kleinen Bereich. Und jetzt, was ich an deinen Augen sehe, das müssten die Lehrer der Zukunft, das müssten die lernen. Nicht in dem begrenzten kleinen Bereich sich stabil halten. Ein Philosophielehrer, der zwar die Weisheiten eines ausgedachten Sokrates über Platon als Vermittler, was er ja selber ist, gedacht. Ich denke mal an Platon und denke mir, der Platon denkt sich an Sokrates aus. Und wo ist meins her? Andere Seite. Nicht nur nachplappern, weil verstanden wird es nicht. Da müsste jeder Philosophieprofessor müsste aufstehen und müsste die Menschheit sein Volk mitteilen, dass die Art von Demokratie ist der Fall. Also wäre die Lösung dann Politik. Leiter, ne? Aber von was redet man jetzt? Von Figuren, die wir uns ausdenken. Ich muss der Erste sein, der es versteht. Das bringt dich auf diese Ebene. Das Spiel, Holofilling ist ganz intim. Die Rolle, das unangeht, das. Da hast du ja deine Tests, jeder für sich hat seine eigenen Tests. Oder ich glaube, es genug. Wenn ich eine Leiter anlege, kann ich da auch rein. In den Turm. In das Fenster. Die haut jetzt wieder was vollkommen Neues raus. Das geht natürlich auch. Du kannst unendlich viele Möglichkeiten. Aber du limitierst dich auf die Möglichkeiten, die dir deine Logik vorschreibt. Und die Freiheit nimmst du, wenn du das überwindest. Unlogisch schon. Schon passiert. Das ist kriege eine feine Antenne, wenn du wieder versuchst, deinen Zustand am Leben zu erhalten. Und ich sage, wenn das Spaß macht, es passiert ja eh, also mach dir doch keine Gedanken. Der Beobachter, was ich mir jetzt wünsche, dass du wirst, einer, der wertfrei beobachtet, wie du auf Sachen reagierst, wie du Sachen interpretierst, dass du dir das bewusst machst. Und dass du dir bewusst machst, dass das immer, egal was du machst, eine Seite von den 16 Perspektiven sind. Da musst du die 16 Perspektiven, ich sage mal, zuerst einmal von zwei. Dass du immer nur eine Seite anstrebst, ich will Frieden, ich will gesund sein, dass dich irgendwann nochmal anfängt, was ist der Mittelpunkt, aus dem das alles erspringt, und dann wird dir bewusst, was du selbst bist. Und diese Bewusstwerdung als Ding an sich hat nichts damit zu tun, dass du irgendwas anders haben möchtest oder verändern willst, weil das alleine ist schon genug, wenn dir das wirklich bewusst ist, dass du immer bist. Der uns jetzt ausdenkt, ist immer. Ein Ausgedachter ist nicht immer, der löst sich spätestens auf, wenn du ihn nicht mehr denkst. Die Schwierigkeit ist das ständige Wiederholen von Situationen. Und da kann man jetzt auf Wunder hoffen. Kannst du jetzt sagen, vielleicht komme ich jetzt heim und dann ist er anders. Aber das ist immer, dass ich sage, das ist ein Wunsch. Und Wünsche verwirklichen sich nicht, das verwirklicht sich das, was du im tiefsten Innern glaubst. Das heißt, jeder Wunsch ist der Wunsch nach etwas, was noch nicht ist. Mein Gesamtgrund, das ist so tief. Johannes, das ist so tief, wenn ich jetzt immer wieder sage, ich will ja nur, ich wünsche mir, dass ich gesund bin. Ich sage, gut, gesund, du willst gesund sein, das ist der Wunsch nach einem Zustand, wo du ganz felsenfest davon überzeugt bist, dass du das jetzt ja nicht isst, weil du krank bist. Weil ich krank bin, eine Seite wünsche ich mir, dass ich gesund werde, und ich sage, nein, du bist krank, weil du dir wünschst, dass du gesund wirst. Wünschst du dir, gesund sein zu wollen, wenn du nicht krank bist? Dann denkst du weder an das eine noch an das andere. Der Witz ist, es taucht die Krankheit auf, jetzt ist die Krankheit da und du willst wieder gesund sein. Aber wenn das ist, wird das wieder auftauchen, weil du kippst immer nur in die Seiten, das musst du verstanden haben. Auch Rauchen und Nichtrauchen ist auch nicht von der einen Seite zur anderen wechseln, sondern sich Gedanken machen, wo kommt diese Welt her, die aus Rauchen und Nichtrauchen was gesund und krank aus hell und dunkel. Jetzt ist es hell, es wird aber wieder finster. Es ist auch jetzt finster, sobald du begreifst, warum du jetzt glaubst, dass es in der Zukunft finster wird, weil du glaubst, dich auf einer Kugel zu befinden. Das Stichwort ist und auf der hellen Seite bist, ja, und heute Abend wandere ich herum und bin dann auf der finsteren Seite. Aber wenn ich jetzt das vor mich hinstelle, dann sehe ich doch, dass es gleichzeitig ist und ich doch nicht der bin, wo ich mich hindenke, sondern das Zeug in mir drin ist. Das sind die simplen Sachen, die ich wiederhole, und solange das nicht installiert ist, wirst du immer wieder, ich drücke es anders aus, ein schöner Satz hat mir gut gefallen, wo ich sage, du wirst feststellen,
dass das wirklich chronologische Denken eine chronische Krankheit ist. Und du weißt, was man in der Medizin, in der Schulmedizin, wenn man sagt, wenn es eine Krankheit ist, ich habe Kreuzschmerzen, die sind chronisch. Das heißt, die kann man immer und immer wieder, das ist das chronologische Denken. Und wenn du das mal im Keim erstickst, dass du einfach verstanden hast, was dieses in der Esoterik so viel zitierte ewige Hier und Jetzt bedeutet. Ich weiß, jetzt könnt ihr wieder sagen, ich weiß nicht, wie viel 100-mal oder 1000-mal ich gesagt habe, bei Esoterik-Vorträgen, es gibt ja bloß Hier und Jetzt und dann 5 Sätze weiter und vor 5000 Jahren haben die Maya. Dass du merkst, die wissen nicht, was sie reden. Also? Was willst du von mir? Udo. Aber wenn es wie ein Buchmetapher ist, dann ist das ganze Buch schon im Endeffekt jetzt da. Was hast du im Endeffekt? Ja. Die Frage ist schon wieder, die Frage ist, ich habe immer wieder heute Morgen, was auf ganz kurz, warte mal, wenn's heute Morgen mal, ich mache jetzt Udo, raumzeitliche Geschichte, ich schaue mein Ding auf, dann kriege ich eine Mail-Anzeige von unserer Romana. Romana hat mir geschrieben. Udo, ich habe jetzt hier Dialog der Liebe und sie war so begeistert und da kommt jetzt eine Stelle, die ich nicht drauf eingehen. Da ist eine Stelle, die verwirrt sie dort, das hat sie jetzt 5, 6 Mal gelesen und da kommt sie einfach nicht weiter. Sie ist so begeistert, aber an die Stelle, da sieht sie einfach, da kommt sie nicht mit. Und ob ich ihr da in irgendeiner Art und Weise einen Tipp geben kann. Da hängt sich ihre Logik komplett auf. Und dann dauert es hier eine halbe Stunde, zack, und dann kriege ich es Mail. Ich habe jetzt das nochmal durch und danke, danke, plötzlich kommt mir dann, es ist wirklich wie ein Quadrat mit 3 Strichen, sage ich, ich war vorhin neben mir gestanden. Danke, danke, danke und hin und her. Du hast recht, es ist Blödsinn, irgendwo hier zu fragen. Man muss in sich selber graben, du musst in dir graben und dann taucht es auf. Dann ruft Redo und Diana an und dann sagt der Redo, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, dass er jetzt mit dem Matten der Matzen hat sie beim Grün und er wollte, was ich nicht, habe ich schon wieder vergessen, irgendwas. Und dann hat er Fragen gehabt, ob er Redo ihm nicht helfen kann und dann hat er Redo hin und her überlegt und sagte, ich weiß gar nicht, was der will, das ist doch 1000-mal beantwortet, aber wenn ich jetzt das beantworte, müsste ich 2, 3 Seiten schreiben. Und dann sagt er, nee, ich lasse jetzt, es ist eh bloß eine Figur in meinem Traum. Weg, er hat losgelassen, ich lass los. Und dann hat es ihn doch keine Ruhe gelassen, weil man halt doch helfen will. Und er hat ja seine Riesen, kann er, hat ja Hörer, der kann ja beim Suchen, was Ohrenbarungen oder Selbstgespräche ist, habe ich ja bei mir nicht einmal Zugriff auf dem Computer. Der hat die ganzen Sachen, kann der die ganzen Dateien alles durchrastern nach irgendwelchen Suchbegriffen. Und dann hat er Selbstgespräche mit einem Startpunkt raussucht, wo ich in 5 Minuten absolut präzise genau das beantworte. Und das habe ich ihm dann doch geschickt. Und kurz darauf meldet sich der Mann bei ihm und sagt, danke, danke, du, ich habe das ein paar Mal gehört, ich habe es nicht verstanden gehabt. Das ist, ich war wirklich wie ein Quadrat mit 3 Strichen neben mir gesandt. Bing, kommt dann hier was, bing, das Lämpchen. Und das ist jetzt, ich sage, wenn du wüsstest, wie viele Anfragen ich kriege, wo ich einfach wirklich, weil ich bin zwar sehr geduldsamer Mensch und habe unermüdlich zu erklären, aber wenn ich Fragen kriege, die ich in 1000 Variationen, in 1000 verschiedenen Variationen, in hunderten von Selbstgesprächen schon 1000-mal beantwortet habe. Und jetzt kriege ich wieder die Frage, dann merke ich, da ist so eine Unreife da. Und das landet immer bei diesen Sätzen. Kannst du nicht einfach akzeptieren, dass alles, was du denkst, in dem Moment existiert, zu existieren anfängt, wo du es zum Denken anfängst? Wie mächtig muss der Zweite sein, wenn du das von einem Augenblick immer wieder vergisst, in jeder Kleinigkeit? Es geht nicht darum, dass der du zu sein glaubst, das vergisst. Das ist wichtig. Es geht um den, der den beobachtet, der du zu sein glaubst. Dann kannst du beobachten, dass der das vergisst. Aber wenn du das merkst, du musst es nur merken. Und der existiert in dir nicht. Verstehst du? Du musst das merken. Du lässt den auch weitermachen. Aber was jetzt passiert im Hintergrund, dass der komischerweise nicht beim Redo oder beim Udo anruft, kannst du mir das nochmal erklären, wenn du es gemerkt hast. Weil der Redo und der Udo eigentlich letztendlich von dir selber gesteuert werden. Das lässt sich jetzt sehr schwer ausdrücken, aber ich glaube, du kannst da auch nicht. Ich sehe das immer an der Physiognomie der Maske, ob im Hintergrund was passiert oder nicht. Mikromimik. Bei dir nicht so richtig, ne? Das ist Froschen. Aber kommt. Was wäre die Unlogik in der Krankheit? Was war das Unlogische, was ich tue, wenn ich eine Krankheit habe? Zuerst einmal den Satz beachten. Das Leben, alles, was in dir auftaucht, ist besser. Jetzt in Bezug,
das Wetter ändert sich ständig. Du musst dich jedes Mal, wenn du rausschaust, jetzt normal gesprochen, überraschen lassen, wie das Wetter ist. Du kannst es nicht beeinflussen. Du hast keinen Einfluss drauf. Du kannst dich jetzt, wenn es nicht so ist, wie du es haben willst, ärgern. Dann fühlst du dich scheiße, was dem Wetter so scheißegal ist, ob du dich scheiße fühlst oder nicht. Es nimmt auch keine Schuld auf sich. Bist du selber schuld. Okay? Ich sage immer wieder, die 2, es hängt wieder vom Wertesystem ab. Frag einmal einen Bauern, was besser ist, Sonnenschein oder Regen. Frag einmal einen Hotelier, der einen großen Vergnügungspark hat oder was besser ist. Da gehen die Meinungen, lass uns das ausdiskutieren. Da wirst du keine Einigung finden. Muss er gar nicht. Okay, das ist das Erste. Das war jetzt nochmal die erste Antwort. Die zweite Antwort, die gebe ich dir jetzt gleich. Donis, ruf mich an, dann geht's zur Zeit scheiße. Ich rede jetzt eine raumzeitliche Geschichte, er hat jetzt ewig keine Probleme. Ihm, er hat Kreuzschmerzen ohne Ende. Da wollte er kennen nochmal, ich habe auch noch gesagt, jetzt gestern erinnere dich, wir haben das Thema gehabt hier, dass der bis vor 2 Jahren noch Ski gefahren ist, mit 70, Mitte 70, mit der Irene, jetzt haben sie gesagt, jetzt reicht's noch, aber so, immer noch fit, aber jetzt hat er seit der Bauch, hat er Kreuzschmerzen ohne Ende. Und habe gesagt, kenne ich heute Nacht wieder, Maus hat das mitgekriegt, sehr, sehr, dass du das Gegenteil von dem machen musst, was magst du hier bei mir jetzt mit der Hüfte? Dass es das einmal einseitig ist. Und dann kommt es, dass du das entlastest, die sogenannte Schonhaltung. Du kannst es in 5 Variationen, je nachdem, welcher Schule du da anhängst, was Ursachen sind, das ist immer wieder egal, was du mir zeigst, ich zeige dir was, wo was anders behauptet wird. Schonen, Schonhaltung ist die eine Bücher, wo ich das auch, die andere Bücher ist gerade das Gegenteil machen. Das heißt, was ich jetzt seit 3, jetzt habe ich 2 Nächte nicht geschlafen, was übrigens in Welten besser ist, man wird halt alt, dass ich genau das Ding dann mache. Das heißt, dass ich mich nicht hinlege, dass ich nicht spüre, dass ich schlafen kann. Ich habe jetzt 2 Nächte nicht geschlafen, was gut ist, wir wollen ja wach werden. Ich rede jetzt Metapher. Sinn wieder Worte. Jetzt musst du in dir drin sein, du hörst jetzt Worte und du machst in deiner Logik aus diesen Worten Vorstellungen. Das ist, weil du die Vorstellungen draus machst. Da war nichts in der Vergangenheit. Das ist ein ganz anderes Denken. Aber ich kann ja nur mit dieser Logik mit euch sprechen. Das heißt, ich habe mich jetzt ganz gezielt, wenn ich gemerkt habe, wenn ich mich hinlege, oh, dann fängt es an hier zum Reinstechen und normal legst du dich dann, dass du schlafen kannst. Okay? Und wir wollen ja wach werden. Am wachsten bist du, wenn der Wecker recht laut klingelt. Okay, jetzt drehe ich mich ganz gezielt hin, ohne jetzt zu verspannen, wo es am meisten wehtut. Und so bleibe ich liegen. Jetzt schläfst du hundertprozentig nicht ein. Aber das Problem ist, dass genau das ist, dass jetzt seit 2 Tagen diese ständige Typ in den Keller geht. Und jetzt gehst du mal in der Physio, wenn jetzt Ischias ist, dass die ganz genau sagen, wenn du hast, das ist verkürzt sich, du bist in einer Schonhaltung, weil irgendwas war, und jetzt sollst du dir Kugel holen oder dann Holz oder Eisengüchse, so kleine Kegel, und dann legen die dich hin, macht unser Christian, wenn du dort bist. Die Ursache selber kann übrigens wo ganz woanders sein. Also wo du die Schmerzen hast, der Auslöser, gibt es eine von vielen Schulen, Systeme. Und dann gehst du und dann suchst du einen Punkt, wenn ich jetzt, oh, da tut's weh, und dann ja nicht hindrücken. Und dann drückst du rein, und zwar, man sagt immer, wenn man Schmerz von 0 bis 10 hat, am besten geht's, wenn du bis 10 gehst, das trauen sich die meisten nicht, dann mindestens 7, 8 drückst du einfach hier, solange du es aushältst. Und wenn du kein Weicher bist, hältst du länger aus, das ist wie wenn die Medizin stärker wird. Drückst du genau an die Stelle rein und verstärkst den Schmerz. Du hast einen Standardschmerz, du drückst jetzt ganz gezielt rein, verstärkst den Schatz. Und dann, solange du es aussetzt, und es passiert was ganz Eigenartiges, probier das aus. Du gehst dann weg, dann ist der Schmerz, und der Schmerz klingt jetzt ab. Der klingt jetzt komplett ab. Kann ich dir sofort zeigen, bei mir. Der klingt jetzt sofort ab. Das war der Schmerz, den du dauerhaft hast. Du hast den extrem verstärkt, der klingt jetzt ab. Dann ist er komplett weg, und dann schwingt sich das ein wieder auf die Nulllinie. Das heißt, du hast den Schmerz extrem verstärkt, okay, das klingt jetzt ab, dann gehst du ein bisschen in ein Glücksgefühl rein, weil er weg ist, aber dann hebt sich das und dann kommst du auf die wirkliche Nulllinie. Und das ist jetzt rein, die weiß nicht, wie man das hier, die Faszien, wenn du die Faszien lockerst, all das Zeug, da sind hunderte von Videos auf YouTube für Ischias und für solche Sachen. Wobei die natürlich immer im Hintergrund die Schulmedizin laufen haben. Das ist in 90% der Fälle der Fall die eigentliche Ursache, wenn du in die Schulmedizin gehst, jetzt kommt der Widerspruch wieder. Dass jeder ist ja Zaster von Nummer sicher, Heilpraktiker, wird immer sagen, Zaster von Arzt abbetteln lassen.
Das ist nur immer das Kleingedruckte lesen. Wir sagen das dazu. Mittlerweile überall musst du mal irgend so Japan-Artikel dir kaufen. Die Bedienungsanleitungen, wenn du was schon, Mikrowelle tun sich keine Katzen rein, die sichern sich, zast da mal ab. In jede idiotischen Sache, die müssen das machen, wo du sagst, was ist das für ein Blödsinn? Dass die zast vom Arzt abklären lassen, ob nicht irgendwas an der Bandscheibe an den Morgen ist, aber wenn du so die Schmerzen hast, und das ist jetzt 90%, jetzt, auf was fokussierst du dich? Zum Beispiel Hüftoperation. Dass Bevölkerungsdichte bereinigt, in Schweden 90% weniger Hüft- und Nieroperationen sind wie in Deutschland. Aber die Bevölkerung unterm Strich wesentlich gesünder ist. Weil all das, was bei uns sofort Ersatzteile und Geld machen, machen die in Schweden nicht. Gibt es Statistiken? Dann kannst du mal, wenn du suchst, fangst du nicht aus dir zu holen. Gibt es einer, hat die Arztberichte, die Operationen in den Krankenhäusern werden seit vielen Jahren, Jahrzehnten, glaube ich, in einer Zentralstelle gesammelt. Und da hat ein Programmierer, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, das Programm kann man übrigens nachschauen, der hat jetzt runtergeladen, und zwar alle deutschen Krankenhäuser, auch Kreiskrankenhäuser, alle deutschen Krankenhäuser und Universitätskliniken auf einer Deutschlandkarte. Und der kann jetzt diese Daten, hat er hier eingelesen, und du kannst jetzt ganz nachschauen, das kann man dann auch dann bevölkerungsbereinigt pro Krankenhaus machen, was für Einzugsgebiet hat es und welche Operationen an Niegelenken wurden durchgeführt, wo deucht das mehr auf, und das Ganze in der Grafik, ich kann mich da noch grob erinnern, das ist dann immer, wo die Krankenhäuser sind, kannst du die Krankheiten eingeben, was die gemacht haben, und dann siehst du so in kleinen über die Krankenhäuser so Balken. Das kannst du absolut sehen von der Menge, wie es operiert wurde. Dann kannst du es einstellen, dass das Bevölkerungseinzugsgebiet bereinigt ist, pro Ärzte und so weiter und so fort. Und das ist ganz irre. Hier auch immer, was Chefärzte sind, wenn du ein Krankenhaus hast, wo der Chefarzt zum Beispiel hier spezialisiert ist auf solche Operationen. Die Logik sagt jetzt natürlich, da gehen viele hin, weil der so gut ist, kannst du total vergessen. Und wie sich das verschiebt, dass das komplett gesteuert ist von Leuten, dass es so geldabsatztechnisch ist, das hat er versucht damit zu beweisen mit dem Programm. Nur mal einen Satz dazu, geh nie zu einem Arzt, bevor du nicht seine Lieblingsdiagnose kennst. Das ist das, du unterstreichst das jetzt. Es ist so Sodom und Gomorra, und es läuft nichts verkehrt, weil es ein Führerscheinprüfungsbogen ist. Ihr kennt immer wieder, das ist, da geht er nicht, ich mache keine Schutzüberweisung, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorwurf, dass er so ist, wie er ist. Und das Spiel nimmst du jetzt dann mit dir mit, wenn du jetzt dann aufschließt und du fährst heim, bist du wieder alleine mit dir und mit dem, der du zu sein glaubst, zumindest für diese Zeit, und dann tauchen wieder deine Lieben oder weniger Lieben auf. Jetzt ist immer die Frage, was triebst dich eigentlich? Triebst dich irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, der nicht anders sein kann, wie du ihn dir ausdenkst, oder triebst dich der, der dir das Programm gegeben hat und mit dieser Figur dich konfrontiert, dass du irgendwas lernst? Ausnahme. Ob jetzt die hier... Hä? Ausnahme rund. Ich weiß gar nicht, wieso du auf den zur Zeit so abfährst. Der Gemans. Darf ich einfach mal der Blaue will was sagen. Einfach so ein paar Hypothesen. Die einzigen Gesundheitsprobleme, auch noch mit Schmerzen, die ich habe, sind so ein ganz klein wenig Ischias. Wenig? Ja. Will man nicht übertreiben, da bist du noch nicht ich. Er hat sich nur erklärt, der Schmerz mehr, weil ich weiß, was die anderen. Ischias ist Isch. Immer das schon mal Isch. Isch ist Gestaltwerdung. Isch. Frau. Ich auf der rechten Seite, und bei mir stand es eben auch auf der rechten Seite. Ja, das ist, ich sage, das alte Jugendleiden von mir, das habe ich seit ich im Jakob mit dem Engel gekämpft habe, habe ich zum Hinten angefangen. Genau. Das ist die biblische Geschichte vom Jakob. Der Jakob kämpft mit dem Engel, und dann fängt er zum Hinten an und wird zu Ischrei. Zum Thema Ischias. Die biblische Geschichte vom Jakob. Ja. Der ist ein Esau. Hast du die Geschichte vom Udo erzählt, die auch nie real war? Genauso ist es. Und das ist im Hintergrund der Programmstruktur, wo da drin ist, weil das ist ja ein Programm. Und da ist jetzt, pass auf, da ist das erste Mal, das Verhältnis ist ja schon, die Jakob-Geschichte ist ja Zwilling. Okay, die habe ich gesagt, die mit dem Zwilling wiederholt sich. Da ist aber der Esau. Mhm. Heißt der Bruder. Und die sind ja dann verstritten, und der Jakob, der schummelt ja ein bisschen hier, Geburtsrecht und so weiter. Und der Esau, die sind dann getrennt, dann ist es nochmal interessant, die Frauen, wo die dann gegenseitig haben. Aber das Endding ist, dass also hier dieser große
Kampf vor der Versöhnung ist, und dann, wo er mit dem Engel kämpft, und dann ändert sich ja der Name von Jakob, in dem viele Spuren sind. Jetzt muss das da mal, was das Jakob selber bedeutet. Ist an und für sich, wenn ich sage, der hat er seinen Vater betrogen, aber da muss ja immer Heilungsprozess. Das ist ja wie wenn der Sohn in die Fremde geht. Okay, und dann fängt er an zu hinken. Und nachdem er zum Hinken anfängt, was übrigens dieses Hinken ist eigentlich genau genommen das Wort von Basis. Das, was viele immer wieder, das griechische Wort Basis heißt eigentlich, wenn das einmal eine alte Etymologie, dann die griechische Etymologie kommt aus dem Sanskrit. Das heißt, worauf man tritt. Dri heißt meine Reihe. Reihe heißt Spiegelwahrnehmung. Tak, tak, Synthese. Tak, tak, Synthese. These, Antithese, Synthese. Das sind Dri, worauf man tritt. Und dann ist es im Altgriechischen, ganz alt, ist das Wort Basis, heißt gehen. Worauf man tritt. Okay, der Geist ist eine Eheexistenz. These, Antithese, geh. These, Antithese, Dri, meine Reiche. Jetzt sind wir in den Spiegeltunnel. Und daraus wurde dann das F-Fundament. Worauf man tritt, das Fundament. Aber das Fundament, auf dem du mehr oder weniger läufst, ist schwankender Boden. Es ist kein fester Boden. Fest in Beziehung auf ewig. Es ist eine ständige Veränderung. Die Welt, das Tränen, du lebst in der Welt der Veränderung, weil du das göttliche Kalb anbetest. Jetzt ist natürlich Karl wie Gott, ist außen Polar. Ich kann natürlich das A wegschmeißen und K Leb lesen, dann habe ich Leb das Herz. Das ist wieder die Erde, das ist das erweckte Wissen und das ist eine ständige Veränderung von, jetzt ist er dabei, der Bild. Geil. Und dieses goldene Kalb schreibt sich Egel, das heißt 70, Agol, Egel, wo heute auch wieder, 330, das heißt der Augenblick auf eine Welle. Und die Kreisen heißt auch Runden drehen. Du drehst ständig die Runden um dieses goldene Kalb, das du anbetest. Bis du begreifst, du betest das aus und greifen die an, diese vergängliche Welt, und von dem Mittelpunkt willst du überhaupt nichts wissen, wer du selbst bist. Und der Jakob wird zu Israel und fängt zum Hinten an. Das ist Ischias. Und das ist die Schonhaltung, weil ich bloß das Gute haben will, weil wenn es weh tut, damit will ich nichts zu tun haben, wie kriege ich mit der Krankheit. Aber die absolut heilige Vollkommenheit braucht die Täler, dass Berge da sind. Verstehst du? Du betest die Berge an, oh, ist das schön, da bin ich hoch, aber jetzt müssen wir zuerst die Täler, die Tiefe drumherum machen. Der normale Mensch steht auf der Spitze eines Berges, jetzt kommt der Wurzelbegriff und sagt, die Tiefe um mich herum hat keine praktische Bedeutung. Weil die Meine Hypothese ist aber noch eine andere. Ich mische das nochmal mit der Jesus-Geschichte. Ja. Das heißt, wenn ich bin du und du bist eher so ein wiedergekehrter Jesus auch, übernimmst das, du... Das, was du glaubst. Zerst doch mal einen Gedanke von dir. Zerst doch mal einen Gedanke von dir. Habe ich zumindest die Hypothese, dass du meine Schmerzen übernimmst. Und es wird dadurch... Das ist das, genau das ist jetzt das große Prinzip, dass der vom Bücherregal alles, der Einzige ist, der alles erlebt. Und sobald du ein Buch in die Hand nimmst, erlebst du das aus der Perspektive, wo du dich jetzt einklingst mit deinem Programm. Ja. Aber der träumende Geist eigentlich, das jetzt hier im Hintergrund nochmal immer wieder das eigentliche Erleben von Geist. Geist erlebt sich in unendlich vielen Facetten. Und das Facette hast du jetzt schon, das Face. Mhm. Wenn man das englische Wort nimmt, im Englischen, Ischias, im Englischen ist, dass die Facette, haben wir Benim Banim, eine Gesicht, diese geistige Sicht, das machen wir jetzt einmal blau, eine Gehirnsicht ist immer Gesicht, Ansehen, Aussehen. Das Innere, das eigene Innere. Du siehst alles, was du dir ausdenkst, siehst du bloß in die geistige Sicht, das ist nur eine Gehirnsicht, die Innere deines Gehirns. Das ist immer, du weißt, wenn ich sage, man nennt mich auch Brain, das Äußere ist nicht existierend. Das ist das Gehirn wieder dann im Englischen. Wiedersehen. Spatzi in mir. Wir kommen wieder, Olof. Ausgedacht. Drohst du mir jetzt? Ich habe dich ja gefragt, ob es aber der Jakob, der sagt dann zu dem Engel, ich lasse dich nicht. Nein, aber was du merkst jetzt, wenn du, jetzt ist natürlich klar, pass auf, jetzt kommen hier verschiedene intellektuelle Stufen, was Holofeeling anbelangt von der Vordersprache.
Es sind jetzt verschiedene Stufen, dass je nachdem, mit welcher Maske, mit welchem Filter du hörst, wo er breites Grinsen hat, habe ich hier Fragezeichen aufgenommen. Das hat aber nichts zu tun mit besser oder schlechter, sondern mit reif und unreif. Und das ist jetzt das Große, dass ich immer sage, Reife hat nichts mit besser und schlechter. Der Säugling, der in die Windeln macht, der ist weder dumm noch blöd, er ist einfach noch nicht reif. Aber da ja die Stufen gleichzeitig da sind im Programm, stellt sich die Frage nicht. Das sind immer wieder einseitige Währungen, wo man macht. Auf jeden Fall ist jetzt hier das Fundament und F unter, haben wir dann die Facette des Face. Face, diese Gesicht, wenn im Bannen in deinem Innern, was? Face? Da kann ich jetzt Eck, augenblickliche Erscheinungen, abhängig von deiner Projektionsmaske, von deinem Face, die Facetten. Und du merkst jetzt, so setzt sich das alles zusammen. Und das ist jetzt noch so in Bezug auf das, wie es wirklich funktioniert, sowas von verkehrt, weil es eine Vereinfachung von einer Vereinfachung ist. Aber es lässt sich jetzt langsam erahnen, dass da im Hintergrund eine unendlich göttliche Harmonie herrscht. Und es sind so einfache Sätze, wenn ich sage, wenn wir uns jetzt Menschen ausdenken, die wir beobachten. Es sind einfach Protagonisten, wie ich sage, in einem Traum. Und das Pro spreche ich kurz heute in den Gesprächen im Redo ab. Da kann man jetzt Pro, wenn man das schreibt, das O hinten. Das ist jetzt erst einmal, wenn wir Waffen machen, heißt es sein Stier, sein raumzeitliches Tier. Wenn wir 70 draus machen, ist es im Hebräischen der Pharao. Das ist der König der Welt, das bist du. Du bist zur Zeit der Pharao. Ungeordnetes, schmutziges Haupthaar. Viele Sichtweisen, die du da hast, überhaupt noch nichts. Weil ja Sichtweisen, was Buddha macht eins im Asiatischen. Und jetzt ist es das Pro. Jetzt haben wir ja Pro und Contra, für und wieder. Für wiederum ist POR. Los. Das ist es los. Wir haben ja ein Subjekt, ein Objekt, aber du lebst in einem eigenen Projekt. Das ist cool. Projektor. Und wenn ich mir jetzt das alles erzählen würde, das, was ich jetzt in dem Moment im Hinterkopf habe, dann müsste es nach Weißenburg ziehen. Auf Wiedersehen.